Hallöchen Leute, da sind wir wieder. Und ich wollte heute mal ein Infovideo machen über das Halloween-Update dieses Jahr, weil ich einfach Bock hatte, das mal hier anzuspielen und euch informieren, was ihr dieses Jahr an Halloween machen könnt, weil es gibt einige Sachen, die ziemlich gut sind und über die ich euch informieren wollte, weil es bestimmt einige noch nicht mitbekommen haben. Währenddessen mache ich mal diesen Master Tower hier. Apropos, die könnten mal einfach mal bitte das auf Level 100 updaten, also einen Tower auf Level 100 machen, das wäre ziemlich geil und eine gute Herausforderung. Also wie gesagt, ich wollte jetzt nebenbei den Tower hier machen, um zu gucken, was es hier irgendwie für Drops gibt, weil es ziemlich lange her ist, seitdem ich das hier gemacht habe. Und ja, nebenbei sage ich euch kurz, was ihr an Halloween machen könnt. Oh, das Deck ist jetzt scheißegal. Genau, nebenbei mache ich den Tower, weil ich will sehen, was es hier nochmal für Loots oder Drops und so weiter gab. Und ob es hier, wieso enchante ich eigentlich, wenn ich. Ach, ich enchante, wenn die sowieso eine 1000 Leben haben. So, also als erstes. Headless Horseman. Ich mach die Effekte mal leise. Ist so ziemlich dieses Jahr, also beziehungsweise momentan der Spell, den jeder hat. Und Lore Master ist so ziemlich der Ort, wo momentan gerade jeder ist. Nämlich aus dem Grund, weil die Droprate für Headless Horseman extrem erhöht haben. Das heißt, wenn ihr einen Tod habt, dann geht's unbedingt sofort zu Lore Master. Und ja, farmt das Ding ab. Ich habe es auf meinen Tod nach dem 21. Versuch bekommen, auf mein Leben nach dem 4. Versuch. Ich kenne viele, die haben es nach dem 4. Versuch bekommen und 20 Versuche ist eigentlich so das Schlechteste. Also um die 20 oder 30 ist so das Schlechteste, was ich gehört habe, hat jemand gebraucht. Von daher, wenn ihr einen Tod habt, geht unbedingt dahin, das werdet ihr definitiv nicht bereuen. So, dann das nächste. Ich glaube, jetzt abgesehen von der, also hier vom Jack-O-Lantern oder Jack-Hallow, da gibt es diese paar Quests, aber die einzige interessante Quest ist eigentlich hier der Tower. Den mache ich ja jetzt hier nebenbei, um zu gucken, was es gibt. Ich habe hier beim ersten noch nicht mal auf die Drops geachtet. Also hier, das mache ich jetzt auch noch nebenbei. Zu gucken, was es gibt und ob es sich halt auch lohnt, weil hier der 40er Tower ist halt der höchste. Da muss es ja irgendwie auch das Beste in dem Sinne geben. So, irgendwie so Reittiere, wenn man die droppen könnte und farmen könnte in Halloween, das wäre geil. Aber gut, darum geht es ja eigentlich nicht. Und ja, bei Dorgen, wenn ihr noch das Pet hier, das habe ich ja sogar ausgerüstet, also das habe ich hier trainiert. Wenn ihr das Pet hier noch nicht habt, das könnt ihr bei Dorgen bei der Quest kriegen, dann könnt ihr zur Nightshade und dann. Ich weiß gerade nicht mehr, was man da alles machen muss. Ich kann ja, wenn ihr wollt, nochmal auch mal die Quest machen und gucken, was man da alles machen kann. Oh, ich habe diesmal nicht enchantet, Alter. So, und dann kann man gucken, was man da alles machen kann. Aber auf jeden Fall, ihr könnt das Pet hier, was ich gerade habe, den Frankenbunny, da bekommen. Apropos auch Nightside bei Nightshade, also bei Graf Nachtschatten. Da könnt ihr auch einige Sachen farmen. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie gute Pets dieses Mal. Auf jeden Fall Halloween hat der ein paar Drops. Ich weiß nicht, ob es außer Pets noch irgendwas Interessantes gibt. Ich glaube nicht. Ich habe den ein bisschen gefarmt. Ich habe da eigentlich nichts Gutes bekommen. Also ja, wenn ihr nichts zu tun habt, dann geht da halt mal hin. Lohnt sich für mich jetzt persönlich nicht so. Oh, Robe of Radiance. Lass mal gucken, ob das irgendwie Halloweenhaft ist. Okay. Bis jetzt einfach gar nichts. Iron vielleicht, ja, okay. Mal gucken, wie lang der Tower hier ist. Also da bei Graf Nachtschatten könnt ihr auch mal hin und mal gucken, ob ihr das farmen könnt. Aber wenn ihr noch nichts gemacht habt und kein Headless Horseman habt, dann unbedingt Empfehlung mit einem Tod oder einem anderen Charakter, wo ihr halt auf Tod-Ammo eventuell spielt. Kann ja auch im PvP sein, etc. Dann geht unbedingt zu Graf Nachtschatten und farmt das Ding ab. So, was gibt's eigentlich noch? Ich glaube, sonst gab's hier eigentlich gar nichts. Ja, gut. Ach, genau, es gab ein neues Pack. Ja, die haben noch ein neues Pack released. Ich muss kurz über. Ach, genau, da gab's bessere Energiesachen. Die sind aber insgesamt nur drei besser als die Weihnachtssachen. Würde ich gar nicht empfehlen, das Pack. Da gibt's viel zu viel Filler. Kauft euch das Pack auf jeden Fall nicht. Selbst wenn ihr noch keine Energiesachen habt, würde ich lieber auf Weihnachten warten, weil da verschwendet ihr halt nicht so krass viel Geld, weil die Weihnachtssachen kriegt ihr etwas einfacher und da gibt es nebenbei noch etwas bessere Sachen. Von daher, das Pack lohnt sich einfach null. Würde ich echt nicht empfehlen. Allerhöchstens, wenn ihr jetzt wirklich gar keine Energiesachen habt und es kaum erwarten könnt, jetzt irgendwie euch energiehaft auszurüsten, dann ja, holt euch das Pack, aber nee, würde ich sonst gar nicht empfehlen. Und die anderen Packs, gut, beim Jack-Hallow-Stab gibt es halt. Ja, genau, den Jack-Hallow-Stab gibt es halt vom Horroring Nightmare Pack. Das kriegst du sowieso.
Vom Harry Nightman Pack. Wenn ihr den Krittstab nicht habt, dann würde ich das ziemlich empfehlen. Den habe ich ja gerade auch ausgerüstet, die Gitarre. Würde ich das empfehlen, aber ansonsten gibt es eigentlich auch da nicht großartig viel. Und ich glaube, was die noch gemacht haben, ist neue Pads zu. Ich weiß nicht, ob die so neu sind. Ja, wobei. Ja, gut, aber wie gesagt, die Pads im Shop, das könnt ihr auch irgendwie separat brüten. Müsst ihr auch nicht so krass die Kronen verschwenden. Und das war's anscheinend mit dem Tower. Lass mal gucken, was ist das? Arbeiters. Alter, hier gibt's ja gar nichts. Okay, Brass vielleicht. Aber davon habe ich sowieso genug. Und das hier, ja, gut, für Level 50, aber da gibt's selbst da bessere Dolche. Okay, das lohnt sich anscheinend nicht so. Ich muss nicht mal im Internet oder so oder auf Reddit mal gucken, ob es hier irgendwie Drops gibt. Hier kann man nicht weiter, ne? Nur zur Sicherheit nachgucken. Ne. Okay, das war's anscheinend und das war der Level 40er Tower. Wie gesagt, ich würde es mir halt schon krass wünschen, wenn die mal irgendwie Level 100er Tower machen würden. Das wäre irgendwie schon mal interessanter. Oder halt, wenn die mal irgendeinen Tower machen, der etwas mehr challenging ist. Würde ich eigentlich ganz gut finden. So. Sonst gibt es eigentlich nicht viel. Ich guck mal kurz, was es noch hier gab. Ich glaube sonst gar nichts, oder? Ne, ich gucke jetzt nicht. So, genau, Emperia Part 2 kommt diesen Monat, das ist confirmed. Sogar ziemlich bald. Ich gehe davon aus, allerspätestens 2 Wochen ist Emperia Part 2 da. Dann geht's auf Level 130. Dann werde ich auch nochmal ein Deck-Setup-Video und so weiter machen. Wenn ihr wollt. Und Gear-Setup und so weiter. Ansonsten. Ja, gut. Ach genau, ja, die haben auch confirmed, dass es neue Spells geben wird mit neuen Nebeneffekten. Also ja, gut. In 2 Wochen kommt es raus. Spätestens würde ich sagen. Aber auf jeden Fall diesen Monat. Das haben die sowas von bestätigt, dass diesen Monat Imperia Part 2 rauskommt. Bin ich eigentlich ziemlich gehypt drauf. Ich habe mega Bock zu sehen, wie die neuen Spells so sind. Ich hoffe, für Sturm kommt ein richtig guter. Leben ist jetzt nicht so nötig. Und wenn die. Da würde ich mir wünschen, wenn da irgendwann mal so ein guter Flächendamage rauskommt. Weil Leben hat einfach. Irgendwie gar keinen guten Flächendamage. Flächenspell. Und ja. Gut, sonst bin ich ja eigentlich fertig. Mal gucken, ob vielleicht nochmal irgendwann mal was kommt. Wenn ich Bock habe, wenn ihr Bock habt, mache ich vielleicht mal wieder Videos. Ansonsten, bis dann.